Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hiesen80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gestern Stepfather 2 vorgestellt. Daddy ist zurück von Ike Media, exklusiv von DigiDreams. Und das war das erste Mediabook, was ich von der Filmbörse mir geholt habe. Und das zweite folgt jetzt direkt danach, und zwar der Film Hard Rain mit dem guten Morgan Freeman und hier in der Cover-Variation A von Cine Strange Extreme. Und erst vor kurzem oder letzte Woche habe ich euch erst das wunderschöne Mediabook vorgestellt zu Virus, und das Teil ist wirklich Bombe. Und auch bei diesem Film habe ich dieses Covermotiv gesucht, ich habe es aber nicht mehr bekommen. Aber auf der Filmbörse gab es dieses Exemplar noch, und ich bin begeistert von diesem Motiv jetzt schon, denn ich glaube auch, dass wir hier auch einige Glanzeffekte mit dabei haben, aber das sehen wir auf jeden Fall gleich beim Auspacken. Bevor wir es machen, hier erst nochmal die ganzen anderen weiteren KVA-Motive. Wir haben einmal hier das KVA-Motiv, dann, das ist auf 333 Stück limitiert, dann gibt es noch das KVB-Motiv, das sieht hier so aus, wo halt eben jemand aus dem Regen wegrennt, gefällt mir persönlich nicht so gut, ist auf 222 Stück limitiert. Dann gibt es das KVC-Motiv, das ist das ganz normale Kinoplakat, ist jetzt nichts Besonderes, ist ebenfalls auf 222 Stück limitiert, und das KVD mit der roten Schrift ist ebenfalls auf 222 Stück limitiert. Ich muss ganz ehrlich zugeben, KVB bis D finde ich jetzt persönlich nicht gerade überragend, aber das KVA ist einfach ein wahrer Hingucker, und da ist mir auch die Limitierung egal, wie hoch die ist. Ich finde es einfach nur bombengeil, und deswegen musste auch dieses Ding rein. Ich muss aber auch gestehen, habe diesen Film noch nicht gesehen, aber habe eigentlich auch nur positiv diesen Film gehört. Also von daher dachte ich, okay, nehme ich ihn immer mit. Auf Blu-ray geht der Film 99 Minuten und auf DVD geht der Film 93 Minuten. Und würde mal sagen, wir machen mal das Ganze mit der Bucke auf, und dann werden wir uns mal gucken, ob ich wirklich recht habe mit dem Glanzeffekt. Und ja, ich habe recht. Oh yes. Hammer. Kommt fast an Virus ran. Wirklich sehr, sehr schön gemacht wieder mal hier. Also Cine Strange hat sich auch wirklich zum Positiven gewandelt. Oh yes. Oh ja. Schaut wirklich erstklassig aus wieder hier. Sehr schön verarbeitet. Und da haben wir es auch schon. Das wunderschöne gezeichnete Motiv hier. Auch wirklich ein scharfes Motiv hier. Man erkennt auch wunderbar hier Morgan Freeman. Und hier seht ihr schon, den Glanzeffekt ist eben hier bei den Charakteren, der Schriftzug aber nicht. Dann oben Limited 2 Disc Mediabook, das für meinen Teil hätte man sich sparen können, hier oben hinzuschreiben. Das versaut irgendwie das ganze Motiv von oben. Hier bei irgendwie unten geschrieben, und haben eben hier nochmal dann auch hier die Charaktere, die hier im Wasser schwimmen, sind ebenfalls mit einem Glanzeffekt versehen, und auch das Boot. Also auch das schaut wirklich hier fantastisch aus, zwar nicht ganz so überragend schön gemacht wie jetzt das von Virus mit den Blitzen, aber gut, aber ein ganz anderes Motiv hier, aber auch trotz alledem auch sehr schön gestaltet hier mit diesen Glanzeffekten. Und dann schauen wir uns hier mal den Spine an, der ist wieder verkehrt herum, wie man es eben auch von Cine Strange schon kennt. Ja, die haben irgendwie hier eine extra, ja, Mache, ja, man muss hier verkehrt, und ich weiß nicht warum, hier Hard Rain, und auch hinten drauf haben wir eben dann die ein weiteres Glanzeffekt mit einem Szenenbild, und auch hier in die kleinen Bilder ebenfalls einen Glanzeffekt versehen und die Inhaltsangabe zu dem Film. Könnt ihr gerne mal auf Pause drücken. Auch hier der Morgan Freeman auch hier recht scharf gehalten, und dann die Credits, oder? Ja, die Credits sind hier drauf gedruckt, und die ganzen technischen Daten und die Limitierungsnummer 270 von 333 Stück. Hier nochmal Cine Strange, Blu-ray Disc und DVD, und auf jeden Fall ein sehr schönes Teil, wie ich persönlich finde. Und genau angucken, gehen wir es mal in die Ego-Perspektive, und zwar jetzt. Jetzt noch ganz fix in der Ego-Perspektive, hier nochmal das richtig schöne Motiv von Hard Rain mit diesem Glanzeffekt. Also ist auch hier wirklich schön gezeichnet wieder hier. Hört er erstklassig aus. Und hier noch die weiteren Charaktere in diesem Glanzeffekt. Und das ganze Motiv gefällt mir wirklich sehr gut. Gut, das Limited 2 Disc Mediabook hätten wir auch unten hier hindrucken können. Wäre mir lieber gewesen.
Aber damit kann man auch einigermaßen leben. Aber hätte unten besser hingepasst. So, hier nochmal das Bein. Wie gesagt, ist verkehrt herum. Und nochmal hier in die Rückseite. Hier nochmal die ganzen technischen Daten für euch zum Durchlesen. Und auch hier das Bonusmaterial. Und auch dem Booklet zu sehen. Geschrieben von Androna. Dying in the Rain. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und auch hier haben wir eben eine weiß bedruckte Disk, wie auch schon von Virus. Film ist ab 16 freigegeben. Und haben eben hier schon mal dann ein Hintergrundmotiv, was auch sehr gut reinpasst in die ganzen Tray hier, dass eben der Kopf hier hinter der Disk versteckt ist. Bild ist nicht ganz so scharf. Dann haben wir hier eben Dying in the Rain, ein Blick auf Hard Rain. Auch hier ein schönes Motiv hier und geschrieben von Androna. Auch das Mediabook ist hier auch reingenäht und wir legen es mal auf den Tisch. Und der Film ist aus dem Jahr 1998 und hier eben Produzent Morgan Freeman, Christian Slater wieder auch mit, Randy Quaid. Und auf jeden Fall auch hier schon was sehr schön gemacht. Bin natürlich auch nicht ganz so scharf. Aber hier, trotz all dem, ihr seht hier schon, es hat hier wieder extrem viel Text hier. Bleihaltiges Regenwetter. Und dann geht es hier weiter mit Meister der Elemente. Ein Skandal mit Folgen. Also hier wieder schöne Informationen über den Film an sich. Bin ich schon sehr gespannt, das durchzulesen. Dann die Ablehnung des Freeman. Ein tiefer Fall. Und hier eben dann ein weiteres Bild noch. Und hier die nasse Schönheit. Und noch ein paar Szenenfotos noch. Und nochmal hier die Altersrollen. Und hier haben wir eben dann hier Text von Androna. Und noch ein paar weitere Szenenfotos aus dem Film. Und dann haben wir hier nochmal die DVD. Und auf den Film bin ich jetzt auch schon wirklich sehr gespannt. Schön gemacht. Und nochmal eben dann die andere Rückseite von dem Tray haben wir eben hier Morgan Freeman. Also auch passt auch sehr gut zusammen mit der Vorderseite hier. Und muss auch sagen, auch dieses Mediabook ist wirklich sehr schick geworden. Von dem ganzen Booklet hier auch hier und auch von dem Kaffeemotiv hier. Wirklich ein sehr schönes Teil. Ja, und damit geht es aber ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook Cover A von Hard Rain. Und ich muss auch hier wirklich sagen, ein sehr schickes Mediabook. Alleine das Kaffeemotiv ist wirklich überragend. Das Buchanteil ist wirklich extrem hoch wieder. Auch Informationen über die Entstehung des Films immer für mich sehr wichtig. Und ja, also hier kann ich auch eine klare Kaufempfehlung geben. Aber das Mediabook ist eigentlich überschaubar ausverkauft. Ich habe es nirgendwo mehr gesehen. Bei Bretz Media ist es weg, aber vielleicht euer Glück. Und ihr findet es genauso wie ich auf der Filmbörse nochmal. Und dann schlagt auf jeden Fall zu. Ja, das war das Mediabook zu Hard Rain. Wie findet ihr diesen Film? Lasst mir gerne ein paar Kommentare da. Aber bitte nicht spoilern. Ich möchte diesen Film noch gerne angucken. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Mediabook Unboxing. Was es ist? Ja, seid gespannt, meine Freunde. Bis dann, tschüss mit Ö und beep.